In diesem Video geht es um ein wichtiges Prinzip, das du verstanden haben solltest, wenn du auf der Partnersuche bist. Und zwar, vielleicht hast du schon mal gehört, dass du deine Versuche, eine Partnerin zu finden, du kannst dich da so einordnen, dass du im Prinzip bist wie ein Produkt, das du vermarktest. Ja, das heißt, in der Wirtschaft ist es ja so, dass man immer versucht, die Produkte so bestmöglich zu vermarkten, dass es dann möglichst viele Abnehmer für dieses Produkt gibt. Ja? Und so solltest du das mit dir selber auch sehen, ja, mit dir selber als Person, dass du dich im Prinzip auf dem, ja, sagen wir es mal, Liebe- und Beziehungsmarkt vermarktest. Ja? Und je besser du das machst, desto mehr Abnehmer, in Anführungszeichen Abnehmerinnen, im Idealfall, wirst du dann auch für dich finden. Ja? Was wäre denn bei dir beispielsweise die Vermarktung? Im Prinzip, ja, für dich als Single ist die Vermarktung im Grunde genommen die Fähigkeit, Frauen kennenzulernen. Ja, darunter fällt einfach mal Kontakt zu machen, ja, sei es im Alltag, beim Weggehen oder auch online. Das heißt im Prinzip jedes Mal, wenn du in Kontakt trittst mit einer potenziellen Partnerin für dich, dann betreibst du Marketing, das heißt, du präsentierst dich. Ja? Jetzt kannst du das natürlich einmal im Jahr machen, zweimal im Monat. Und wie bei Marketing auch von Firmen, wenn du vielleicht ein Produkt nur einmal siehst, dann geht es an dir vorbei und du merkst es gar nicht großartig. Aber wenn du eben öfters an der Bildfläche auftauchst, ja, das heißt, dass du öfters du dich präsentierst, ja? Zum Beispiel im Online-Dating, da könntest du jetzt zum Beispiel mal einen Booster einsetzen, oder auch beim Weggehen, ja, dass du einfach präsent bist. Dadurch werden einfach mehr Frauen auf dich aufmerksam und so hast du einfach wesentlich größere Chancen, eine Partnerin zu finden. Allerdings, das große Ding ist, das beste Marketing, ja, deine besten Flirt-Skills, ja, das ist auch Marketing, im Prinzip immer Kommunikation mit Frauen ins Marketing, wird dir nichts bringen, wenn dein Produkt an sich nicht gut ist. Ja, du kannst natürlich ein schlechtes Produkt durch viel, viel, viel Marketing ausgleichen. Aber im Idealfall ist dein Produkt gut und dein Marketing auch. Ja? Vielleicht hast du es schon mal gesehen in der Stadt, da gibt es ja Männer, die, was weiß ich, 3-4 Mal die Woche rausgehen, ja, in der Innenstadt, da die Frauen ansprechen. Uns klappt aber einfach nicht und das machen sie Jahre und Jahre und Jahre. Und es wird sich da aber einfach nichts verändern, weil das Produkt an sich irgendwie nicht ganz stimmt. Ja, das Produkt irgendwie ist nicht ganz stimmig, das ist irgendwie faul und deswegen wird dieses Produkt eben keine Abnehmer finden. Ja, und das ist halt ein großes Problem. Das heißt, du musst für dich einfach mal überlegen, wie kannst du denn dein Produkt verbessern. Ja, das heißt, was du immer ganz schnell machen kannst, das ist dein Kleidungsstil. Ja, das kannst du sehr schnell verändern. Das Gute daran ist, wenn du deinen Kleidungsstil veränderst, dann ist es erstmal klar, dein erster Eindruck wird besser. Das heißt, grundsätzlich wird man sich erstmal länger mit dir unterhalten. Allerdings, was noch viel wichtiger ist, wenn du deinen Kleidungsstil veränderst oder auch dir eine neue Frisur schneiden lässt, ist, dass es dein Selbstwertgefühl einfach ein bisschen steigert. Ja, das heißt, du hast vielleicht schon mal davon was gehört, Dress for Success, ja, in diesem Fall Dress for Success in der Liebe. Wenn du ein Hemd anhast, ein weißes Hemd, ja, und dein Outfit einfach gut zusammenpasst, du fühlst dich natürlich komplett anders, als wenn du eine Jogginghose anhast und irgendein ausgeleiertes T-Shirt, das du normalerweise nur zum Sport benutzt. Und das mal also als Kontrast zu sehen. Das heißt, wenn du dich selber als Produkt verbesserst, dann brauchst du gar nicht mehr so viel Marketing machen. Es wird einfach besser für dich funktionieren. Im Idealfall machst du beides. Und wenn du jetzt auch herausfinden möchtest, wie du dich selber als Produkt, ja, als Person, möglichst gut optimiert, ja, sodass dein Marketing letzten Endes so effizient wie möglich läuft und wie du dein Marketing optimierst, also deine Kommunikationsfähigkeiten, deine Fähigkeiten überhaupt mit Frauen in Kontakt zu treten, dann melde dich gerne auf ein Erstgespräch, da schauen wir, wo du stehst. Ich kann dir genau sagen, was für dich jetzt die nächsten Schritte sind, die dich an dein persönliches Ziel bringen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.